Hallo, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen Neverwinter im Koop mit Snorx. Genau, und Doc Smirks ist die weibliche Form von Smirk. Wussten wir es? Er hat hier noch ein Ausrufungszeichen auf seinem Schädel. Herr Bruder, und dann, ja genau. Und klick. Ich klicke ihn einfach mal an. Die Aschmedai sind nicht die Zukunft. Segen den Gefallenen. Als die Aschmedai unseren Angriff zurückgeschlagen haben, mussten wir unsere Gefallenen zurücklassen. Jetzt sind ihre Leichen auf dem ganzen Schlachtfeld verstreut und die Teufel erlauben uns nicht, sie zu bergen. Ich selbst bin vollauf mit der Heilung der Verwundeten ausgelastet. Ich muss euch beim Beten für die Gefallenen um Hilfe bitten. Ja, kriegen wir hin. Auch das werden wir annehmen. Also eine riesige blaue Area und noch eine blaue Area direkt, sobald wir hier durch sind. Also ein Doppelwopper. Geht gleich ab. Du bist ja schon losgerannt. Ja. Du wartest nicht auf mich. Soll ich mich hier aufhalten? Ich folge dir einfach mal auf Schritt und Tritt. Mehr Tritt als Schritt. Halt, bist an dem Ding vorbeigelaufen. Hier ist ein Stäbchen. Das ist so ein Stäbchen? Ja, das sind so Flaggen, die musst du aufhören. Und die Leichen musst du auch anklicken. Kommst du wieder zurück, sonst vergisst du das wieder. Musst du den auch noch aufnehmen oder leuchtet der bei dir? Jo. Ja, und hier der Stäbchen, hast du das gesehen? Hier war ein Stäbchen bei mir. Wenn ich wüsste, was wir hier tun müssen. Ja, das hast du nicht. Und hier bei mir. Also bei mir. Die Leiche. Guck. Haben wir schon 2 von 6. 8. Quatsch. So, jetzt können wir eine Richtung von 6, aus. 18, 12. 6, 18, 12. Das ist hier so einen großen Wupp dich umbringen hier, oder was? Ja, komm, den hauen wir jetzt um hier. Wieso rennt er zu mich? Mama! Oh! Danke! Ich habe Beach erfahren! Dies! Und das auch noch! Lacht er! Da ein Teufelchen! Oder Teufelchenmade! Waffen. Eine Teufelchenmade. Legions. Ist das nicht ein. Legionsführer hier? Da, komm mal her. Hier ist Anführer. Ich habe hier eine Fahne. Ich habe eine Fahne. Ja, aber ich habe gesagt, ich habe eine Fahne. Sind zwei Anführer, die können wir nicht umbringen. Bei dir da unten? Ja. Also ich habe jetzt 2 von 5. Und eine Leiche. Habe ich auch. Bei mir? Nee, bei mir. Leiche und Fahne oben, sozusagen. Gut. Kommt zu dir runter. Also da unten lag irgendwas eine Leiche. Ich denke, es werden auch mehr als die benötigte Anzahl Leichen sein, weil so viele im Massive Multiplayer ja sind, dass die auch ein paar mehr, glaube ich, durchaus anbieten. Mainste. Ja, in diesem Holzkasten ist so ein Ding drin und die Fahne steht in der Mitte. Das hier sehen. Ist noch eine Leiche, hier noch eine Fahne habe ich da gesehen. Hier oben. Also diese Teufelchen nerven ja richtig. Meine Fresse. Hab ich gerade eine Fahne gesehen? War eigentlich eine Fahne? Ach ja, tatsächlich. Und einen Anführer haben wir auch gleich. 2 Stück. Hallo. Hier brenne ich jetzt, was soll das? Wer das erlaubt? Hexen, Höllenhexenmeister. Was soll der Dreck? Wer? Ich hab's jetzt dreimal angeklickt und konnte es nicht nehmen, weil ich immer angeschossen wurde. Ja. So, ich hab noch nichts Körper abgeschlossen. Körper segnen. Ja, segne mich mal. Nee, dich nicht. Okay, ich bin begeistert. Du willst das doch immer so, dass die Leute nur so umfallen. Ja, ich weiß. Das funktioniert sogar manchmal. Legionsteufelchen. Zielerfüllt steht da irgendwas. Das waren die Anführer. Jetzt kommt die Fahne. So. Da brauche ich noch ein bisschen. Ich habe jetzt 6 von 8 Leichen und 4 von 6 Waffen. Leichen habe ich 6 von 8. Jetzt und Waffen sammeln 4 von 6.
Hier liegt noch eine Leiche. Oh, habe ich übersehen. Das ist die 7. von 8. Bin fast da. Ja. Und 4 von 6 Waffen, da muss ich noch ein bisschen. Du bist gerade weggelaufen, das ist außerhalb des Bereiches. Ja, das heißt in dem Game nichts, da ist trotzdem häufig was. Da, ich habe eine Fahne. Na, Freunde der Nacht. Mann, ich bin noch zur Seite gegangen. Es kümmert hier kein Schwein, was ich mache. Oh. Ich habe eine Fahne und eine Leiche. So, jetzt brauche ich noch eine Fahne brauchen. Ich will ja keine, ne? Ich werde fahrenlos sterben. Das Coole ist, da haut immer noch ein anderer mit drauf, wenn du hier was machst. Das bin nicht ich. Wolltest du damit sagen? Da sehe ich doch so eine scheiß Fahne. Ich will da hoch. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ja, so kann Koop auch gehen. Ich habe ein Ziel erfüllt. Jetzt muss ich noch Waffen sammeln. Ja, Waffen sammeln. Ich auch. Ich habe noch meine letzte Waffe ist hier. Ich habe sie gefunden. Das ist hier bei dir. Da habe ich jetzt gerade einen richtig großen Haufen Scheiße an der Hacken. Ah. Was war das jetzt? Hat gar nichts gebracht. Tolle Fähigkeit. Hast du gerade zum ersten Mal wieder eine deiner tollen Fähigkeiten genutzt, oder was? Diese tägliche. Hallo? Tageskraft da, genau. Und so, fertig. Waffen und Gefallene segnen, alles erledigt. Hab ich auch. War jetzt nicht so schwer. Ich folge dir auf den Schritt. Folgst mir im Schritt? Hilfe. Genau. Dann lauf mal schneller. Ja. Und wir sind auch gleich wieder ein paar Teufelchen entstanden. Na, Mann. So. So, nehmen wir mal den Bruder hier zuerst. Los. Sagenhaft. Segen den Gefallenen. Danke für diese kleine Gnade. In Anbetracht unserer Feinde fürchte ich für die Seelen selbst unserer aufrechtesten Soldaten. Durch eure Anstrengungen konnten sie einen gewissen Frieden finden. Fantastisch. Schön. Das freut mich. So. Ich bin gelevelt gerade. Fantastisch. So, und jetzt müssen wir noch Waffen zu Bruder Sattarin bringen. Da müssen wir sowieso hin, damit erfüllt auch eine andere Mission. Willst du eigentlich erstmal ausbauen? Nein. Okay, kann ich auch machen. Wenn du mir die Zeit gibst, mache ich das natürlich liebend gerne. Ausnahmsweise. Ich kann mich auch ausbauen, deswegen trifft sich das ganz gut. Also nicht ganz uneigennützig, meinst du? Ich warte ja gerne, ja. So. Tja, ich muss wieder unnütze Sachen verplempern, weil alles, was ich haben will, habe ich gerade. Welcher Level bin ich gerade geworden? Ich bin auf 35. Ab 35 gibt es auch neue Kräfte, oder? Ja, dann die sind bei mir beide ziemlich unnütz, aber ich werte sie jetzt auf. Ja, das war die Geschichte mit Verbannung, wo die Gegner nur rumstehen, aber auch nicht getötet werden können. Und die... dieser schützende Schlag, den ich allerdings gegen meine coolen anderen Sachen tauschen müsste, wobei ich das, sobald ich ihn auf 3 habe, mal machen werde. Ja. Also ich kann ein oder ich mach's jetzt mal. Ich kann einen Falkenschuss machen, mit dem ich, umso weiter ich weg bin, umso mehr Schaden mache ich. Das ist totaler Quatsch. Und das andere ist, ich markiere einen Gegner, dann lässt er irgendwie, keine Ahnung, Vorräte fallen und das ist irgendwie auch totaler Humbug. So, also ich packe den Scheiß. Willst du mal meinen neuen Schlag sehen? Nein, ich muss da erstmal meine Sachen ausbauen hier. Du kannst mir gleich dann deinen tollen Schlag zeigen. Was der bringt, ich weiß ja nicht. Der. Vorher hatte ich stattdessen einen so einen dicken Schlag, der einen Gegner richtig platt macht. Ich meine, es sieht ganz nett aus, aber ich glaube nicht, dass er was schafft. Aber ich muss doch, das geht so nicht. Das kann ich so nicht machen. So. Das geht so nicht. Deine neue Fähigkeit. Erzähl mal, was macht die denn?
Ja, drei Schläge hintereinander und der dritte ist, wenn er trifft, macht er ein Schild. Aber ganz ehrlich, dafür müsste ich meinen Ranziehen aufgeben. Da weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Das Ranziehen, dass du dich an die Leute ranziehen kannst. Ja, genau. Hm. Das finde ich, glaube ich, nicht so gut irgendwie. Das muss ich... Nee, das muss... Also, ich versuche die Kraft dann mal anders zu machen, indem ich... Nee, wie mache ich denn das? Warte, das muss ich das beste Kommentar überhaupt. Ja, er ist aber auch der einzige Kommentar sozusagen gerade. Ja, also gegen den kühnen Schlag und den unser den ist ein ich verstehe es nicht. Ich kann dir nicht helfen. Ja, ich auch nicht. Das ist jetzt genau verkehrt rum. Ich hasse es. Oh mein Gott, was tut er da? Ich identifiziere währenddessen ein paar Gegenstände. Nein. Kritischer Trefferwert. Nein. Obwohl? Nein. Was ist das denn hier? Der Holz geborgene Waffen. Achso, die müssen wir noch zurückbringen. Richtig. So. Jetzt habe ich meinen Ranziehen und diesen Dreierschlag. Mal gucken, ob der irgendwie was taugt. So, können wir los. Ich habe noch Talente, richtig. Oh, na, fast. Hilfe! Es sind so viele Sachen, die man da kriegen kann. Ich kann da auch nichts dafür. Jammer doch, los. Achso, hast du schon. Jammer doch gar nicht. Kann wir hoch? Oh, cool. So viele Tote. Hier ist ein Buch. Über Teufel. So, wir können los. Ach, endlich. Ich bin schon weg. Na, du bist ja witzig. Hast dich wenigstens verletzt beim Runterspringen. Geringfügig. So, irgendwie den Berg hoch, oder? Genau. Ich glaube, dein komischer Schmied kommt nicht hinterher. Das ist ja auch kein Schmied, das ist ein Stein. Ein Stein, na gut, ein langsamer Stein. So, jetzt ja, ein Zwerg. Bruder Sarrazin. Oder so ähnlich. Nee, Satarin, aber ist so ähnlich. Kultisten und Teufel auf den Straßen. Bloß gut, dass Helm das nicht mehr erleben muss. Waffen der Toten abgeschlossen und Anführer ausschalten abgeschlossen. Jawohl. Waffen der Toten. Auch wenn mein Gott Helm bereits lange tot ist, so obliegt es mir als sein letzter lebender Priester, erneut die Hilflosen gegen ihre Aggressoren zu verteidigen. Diese Waffen werden nützlich sein, ebenso wie die Neuigkeiten von eurer Ankunft. Vielen Dank für die neue Hoffnung. Wie heißt der Gott? Hut? Ach nee, Helm. Ach, richtig. Voll. Anführer ausschalten. Abgeschlossen. Viele der von den Ashmedai in Helmshold Gefangenen haben euch von den Mauern aus beim Kämpfen zugeschaut. Wir haben für euren Erfolg gebetet. Selbst hier in der Narbenallee hat uns die Nachricht erreicht, dass Hilfe eingetroffen ist. Aber ebenso wissen die Ashmedai und ihre höllischen Meister Bescheid. Ich hoffe nur, dass die Unterstützung ausreicht. Ich auch. Die haben zugeschaut und gebetet. Toll. Ja, und so, zwei neue Missionen. Hey, Heilung der Narbe und Giftbeschau. Die widerwärtigen Ashmedai wollen die armen, kranken Leute der Unternarbe noch stärker leiden lassen, indem sie die Wasserversorgung vergiften. Ich habe immer noch ein paar Fiolen mit heiligem Gegenmittel, aber die Teufel beobachten mich ständig und werden mich nicht so einfach an die Brunnen lassen, um das Wasser zu reinigen. Wenn ihr diese Aufgabe übernehmen würdet, könnten viele Leben gerettet werden. Jo. Giftmischerstrafen. Machen wir auch. Die Narbenallee war schon immer ein Hort für Kranke und Arme. Aber diese Teufelsplage hat die Lage noch verschlimmert. Die bereits Infizierten brauchen ein Heilmittel. Aber ohne die Kräfte von Helm muss ich mich nun auf meine medizinischen Fähigkeiten verlassen. Für die Herstellung eines Gegenmittels müsst ihr mir zuerst einmal Proben vom Gift der Ashmedai besorgen. Gut. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Bruder Satarin ein riesiges Suspensorium trägt? Wahrscheinlich braucht er es bei seiner Größe. Ist aber überproportional, aber egal. Gut. Ich will dich nicht einladen. Geh weg.
So, Fläschchen mit gesegneten Gegenmittel. Weißt du, was wir jetzt tun sollten? Ja, weiß ich. Aber das verrate ich dir nicht, weil dann sagst du wieder, so ein Schweinkram machst du nicht. Ach so, okay. Ich will eigentlich Tschüss sagen. Ach so, ja dann. Okay, tschüss. Ciao.